So, der nächste Akt spielt auf dem Podium. Ich darf die Damen und Herren bitten, in beliebiger Reihenfolge, das müssen Sie untereinander ausmachen, kurz und bitte in kurzen Sätzen, Sie wissen, schreiben Sie kurze Sätze, lange sind für Thomas Mann und so viel Zeit haben wir nicht mehr, zu sagen, was für Sie sozusagen dieser Tag bedeutet, mit Blick auf die Frage, was mache ich denn jetzt anschließend, was müssen wir tun, welche Konsequenzen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wer anfangen will. Wir haben vorgesehen, diese Ausblicke jetzt aus verschiedenen Perspektiven darzulegen. Das heißt also, wie das in Ihrer Übersicht ja auch aussieht, einmal aus der Perspektive der Wissenschaft generell, dann der Fachaufsicht, Fachseminar und der Fortbildung und des Ministeriums. Und zu all diesen sind die Damen und Herren oben und die werden zu diesen Punkten etwas sagen. Also ich bin die Wissenschaft jetzt, meine Damen und Herren. Mit dem Stichwort Wissenschaft, denke ich, sind überwiegend gemeint einmal die Forschung an den Universitäten und zum anderen die Lehre an den Universitäten. Ich habe mich also immer als Forscher und Lehrer verstanden in meiner Universitätslaufbahn. Die Universitäten sind zwei Aufgaben verpflichtet. Darum kommen wir nicht hinweg. Einmal der Aufgabe zu forschen und zum anderen der Aufgabe zu lehren. Und was in den meisten Universitäten eben leider passiert, ist, dass die Forschungsaufgaben den Lehraufgaben vorgezogen werden. Das hängt natürlich auch mit der Struktur unserer Universität zusammen, mit der Notwendigkeit, Forschungsmittel einzuwerben etc. Aber grundsätzlich ist die Lehre nachgeordnet, das muss man sagen. Ich denke, für die Forschung gibt es in unserem Bereich eine ganze Menge von Nachholbedarf. Ich hätte fast Nachholbedarf gesagt, aber Nachholbedarf. Wir haben eine Reihe von Forschungsdesideraten, die mit der Grundschule und auch mit dem Unterricht generell, mit dem Fremdsprachenunterricht generell zu tun haben. Zum Beispiel ein Thema, was heute Morgen ja auch eine wichtige Rolle gespielt hat, über das wir viel zu wenig wissen, immer noch, sind die mehrsprachigen Kinder, die Kinder mit Migrationshintergrund, und die Auswirkungen der Mehrsprachigkeit auf den Erwerb des Englischen in der Schule. Das ist ein echtes Forschungsdesiderat, was wir haben. Ich denke, wir müssen auch uns ein wenig intensiver beschäftigen an den Universitäten mit dem Thema Sprachlernen ist Sprachgebrauch. Wir sagen das jetzt immer als Fachdidaktiker sehr locker, sagen, wenn die Kinder die Sprache gebrauchen, dann lernen sie die Sprache auch. Und wir wissen auch, dass es funktioniert, aber wir wissen auch nicht, wie es funktioniert. Nicht? Und warum es funktioniert. Und da denke ich, brauchen wir Forschung und das ist eine Forschung, die im größeren Rahmen erforderlich ist. Und dann denke ich, brauchen wir mehr Forschung zu den methodischen Ansätzen, die zur Entwicklung von Sprachbewusstheit führen können. Nicht? Wir wissen, Sprachbewusstheit ist zentral, wir haben es heute Morgen ja auch angesprochen im Kontext Grammatikunterricht und da haben wir gesagt, also der Weg über die Sprachbewusstheit ist der bessere zweifellos als das Lernen von grammatischen Regeln und da wissen wir aber immer noch nicht, wie wir es methodisch geschickt machen. Nicht? Viele Lehrer haben halt den Instinkt, die machen das instinktiv richtig, nicht? Aber ich denke, es wäre auch wichtig, wir wüssten mehr darüber, wie man es methodisch vernünftig machen kann. Das ist die Forschung. Zur Lehre kann man sehr wenig sagen, leider. Es erscheinen mir dringend Verbesserungen erforderlich. Das derzeitige System der Lehrerausbildung stellt nicht die konkrete Ausbildung des Lehrers und die Entwicklung seiner Kompetenzen in den Vordergrund, sondern ja, sieht sie nur als ein Anhängsel der Ausbildung zum Wissenschaftler mit zwei Fragezeichen. Eine Lehrerausbildung, und ich denke, das haben mich meine Erfahrungen auch bei Curriculumentwicklungen, die ich in den letzten Jahren sehr viel gemacht habe, immer wieder gelehrt, muss auf die Profession des Lehrers ausgerichtet sein, wie die Ausbildung eines Ingenieurs auf die Profession Ingenieur ausgerichtet ist. Das heißt also, wir brauchen eine Ausbildung, die an den Kompetenzen des Lehrers ausgerichtet ist und die an einem Leitbild eines Lehrers ausgerichtet ist. Die Inhalte leiten sich aus den Kompetenzen sehr gut ab.
Und das, denke ich, ist ein Weg, der in Deutschland bisher nur begangen worden ist im Land Rheinland-Pfalz, wo man eben versucht hat, über Kompetenzstandards Inhalte zu definieren und nicht von den Inhalten ausgegangen ist, um dann in der Lehrerausbildung versucht hat, Kompetenzen zu entwickeln. Das sind die beiden wichtigsten Dinge, die ich habe in Forschung und Lehre. Aber in vielen, ich habe das heute Morgen schon gesagt, ich habe über vieles schon so oft geredet und es ist nichts passiert. Ich ermuntere immer die Frau Rönnepper, dass sie einfach mal diesen freien Universitäten, die jetzt so tun können, was sie wollen, dass sie irgendwann mal ihnen einen Deckel oder irgendwann was draufhaut und ihnen sagt, Kinder, ihr müsst auch die Lehrer vernünftig ausbilden, das kann nicht so weitergehen. Ihr könnt nicht die Lehrerausbildung in den Hintergrund stellen und euch sozusagen daran eure eigenen Interessen, persönlichen Interessen euch finanzieren lassen. Das kann nicht so weitergehen, nicht? Und das Schulministerium ist natürlich in einer unglücklichen Lage da auch, nicht? Der Wissenschaftsminister hat sie alle freigelassen, nicht? Und jetzt machen sie halt alle, was sie wollen, nicht? Danke Ihnen. Als nächstes Herr Bonzio für die Fachaufsicht. Danke. Ja, aus meiner Sicht der fachlichen Schulaufsicht ergibt sich eigentlich die Frage, wobei ich mich verstehe als Berater der eigenverantwortlichen Schule, welche Hilfen braucht eine Einzelschule, um die individuelle Förderung, da geht es letztendlich drum, im Fach Englisch beim Übergang von Klasse 4 in Klasse 5 konzeptionell zu planen, zu gestalten und zu evaluieren. Also welche Hilfe braucht die Einzelschule? Und dazu habe ich auch heute einige Wünsche. Ich habe den Wunsch, dass die, was heute auch anklang heute Morgen, die intensive Kooperation der Wissenschaftler und der Pragmatiker vor Ort fortgesetzt wird oder überhaupt richtig anfängt. Ich wünsche mir, dass der regelmäßige Austausch von Lehrerinnen und Lehrern aus der Primarstufe mit Lehrerinnen und Lehrern der Sekundarstufe 1 fortgeführt wird. Es klang eben schon an, es gab vor Jahren den Versuch und in einigen Regionen ist es auch weitergeführt worden, dieses Schulsets, dass sich Schulen unterschiedlicher Schulformen treffen. Ich weiß aber aus einigen Regionen, auch für die ich auch verantwortlich bin, dass es eingeschlafen ist und Aufgabe der Schulaufsicht wäre, das wieder ins Leben zu rufen. Ja, fachlich könnte ich mir auch vorstellen, dass das Ministerium so etwas einrichtet, wie es im Fach Deutsch jetzt passieren soll, Sprachfördercoaches. Warum könnte es nicht so eine Art Coaches geben für den Übergang? Also Fachleute, die dafür ausgebildet werden und Schulen beraten, wie sie denn damit umgehen können. Das war nur so eine spontane Idee des heutigen Tages. Danke. Als nächstes bitte für die Fachseminare Frau Schäfer. Gut, ich versuche jetzt mal die Zeit wieder reinzuholen. Ganz vieles ist auch schon gesagt worden, aber ich wünsche mir in Anlehnung an den Titel dieser Veranstaltung Lernen als Kontinuum wirklich für Lehrer und für Lehrerinnen, dass diese Veranstaltung ein Anstoß war, aber dann konzeptionell dahinter etwas sich aufbauen kann, was wirklich dann sinnvoll und zwar wirklich im Sinne von guter Fortbildung funktionieren kann. Frau Luis, bitte für die Abteilung. Ja, ich bin jetzt die das alles umsetzen soll, was hier heute den ganzen Tag, ich sage nicht unbedingt gefordert, aber doch gewünscht worden ist. Es ist sicher auch richtig, ich stehe da natürlich nicht alleine, sondern bin einfach auch nur eine Vertreterin dieser Zunft oder Abteilung, wie Sie gesagt haben, Frau Frau Kloppenburg, genau. So, die kontinuierliche gemeinsame Fortbildung, von der sowohl Herr Böttger heute Morgen gesprochen hat, als auch Herr Professor Wolf eben nochmal gesprochen hat, von der auch Herr Blombach gesprochen hat und die im Grunde genommen über die regelmäßige Austauschsituation auch Herr Bonzio nochmal angesprochen hat, das ist etwas, was wir durchaus, denke ich, im Bereich der Fortbildung andenken. Ich habe auch bereits mit dem Referat 412 darüber gesprochen, inwieweit wir zum Beispiel einmal natürlich die standardmäßige Fachfortbildung, die wir in dem Bereich der Primarstufe und natürlich auch im Bereich der weiterführenden Schulen haben, wie wir die verzahnen können, auch mit einer gemeinsamen Fortbildung, die ich auch für unerlässlich halte,
irgendwo in einen gemeinsamen Weg bekommen können. Und Herr Eschbach hat also auch gesagt, wir sollen das Thema angehen und wir werden das Thema auch angehen. Was mir gut gefallen hat, war eigentlich in dem Workshop von Herrn Blombach, ist mir eigentlich deutlich geworden, dass es zumindest bei den Menschen, die dort saßen, keinerlei Berührungsängste gab zwischen den Schulstufen. Und ich denke, diese Chance sollten wir in jedem Fall nutzen. Frau Rönneberg. Dankeschön. Sie haben ja schon gemerkt, es läuft immer alles aufs Ministerium zu, die müssen machen. Wollen wir auch gerne. Deswegen haben wir auch die Tagung heute gemacht, damit alle Probleme auf den Tisch kommen, damit uns dieser wunderbare Englischunterricht in der Grundschule nicht in seinen Resultaten verloren geht und nicht kaputt geredet wird. Darum geht es ja, damit wirklich darauf aufgebaut wird in den weiterführenden Schulen und damit wir wissen, wo der Schuh ganz besonders drückt. Ich bin Ihnen allen sehr dankbar, den Vortragenden und Ihnen allen, denn Sie haben ja ganz deutlich gemacht, wo die Probleme liegen. Sie liegen in allen Bereichen und wir werden uns nach Kräften bemühen. Das Zauberwort für den Weg ist auch gefallen, nämlich Kooperation. Kooperation auf allen Ebenen, die uns ganz sicher gut tut, nicht nur für den Englischunterricht. Es ist nur bei Englisch so ganz besonders evident, weil so etwas hat es ja noch nicht gegeben, dass einfach so neu eingeführt wird und dann Übergangsprobleme entstehen. Bei Deutsch, Mathematik und so weiter redet vielleicht einfach gar niemand mehr drüber. Probleme sind da auch. Und ganz sicher können alle Fächer davon profitieren und können die Kinder insgesamt davon profitieren, wenn wir das Wort Kooperation jetzt ganz groß rausstellen zwischen den Lehrkräften der verschiedenen Schulformen und ihnen vor allen Dingen Unterstützung geben, wo immer es geht, in der Lehrerausbildung, in der Lehrerfortbildung, in der Wissenschaft, in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Lehrern, in der Art und Weise, wie Leistungskontrollen gestaltet werden, in der Steigerung der Bedeutung der Mündlichkeit in der Sekundarstufe 1, in der Einführung von bilingualen Modulen in der Grundschule. So kann es ein Hin und Her und eine Befruchtung geben, die ganz sicher allen gut tut. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist mir auch der Hinweis auf die Zusammenarbeit mit den Verlagen. Herr Wolf, Sie haben etwas sehr Schönes gesagt, dass nämlich die Lehrpläne gelesen werden. Das ist sehr gut. Sie müssen vor allen Dingen auch von den Verlagen natürlich sehr genau gelesen werden, werden sie auch. Aber die Grundbotschaft ist noch nicht wirklich angekommen, nämlich, dass wir Lehrbücher brauchen, die dazu passen. Dass wir Lehrbücher brauchen, die nicht der grammatischen Progression an erster Stelle folgen, sondern der Kompetenzorientierung. Lehrbücher, die all diese Sachen haben, die Frau Ehlers uns zum Beispiel so schön dargestellt hat, Lernaufgaben, die für die Kinder so gestaltet sind, dass sie sie weiterbringen, Lernaufgaben in Sekundarstufe 1 und in der Grundschule, damit das nicht alles Dinge sind, die von Lehrkräften jetzt extra außerhalb des Lehrbuches gemacht werden müssen. Das schafft ja kein Mensch und die Profis sitzen schließlich in den Verlagen. Wir brauchen Lehrbücher, in denen das alles drin ist und in denen man sich bedienen kann und seinen Unterricht gestalten kann auf der Basis der Kernlehrpläne. Das wäre großartig. Und dann Fortbildungen mit den Verlagen zusammen. Die Verlage haben etwas sehr Gutes gemacht. Sie haben Cornelsen-Klett und Diesterweg zusammen das Portfolio rausgebracht, das in den Ländern erarbeitet worden ist von Lehrkräften, die daran mitgearbeitet haben. Unter Führung von Hessen waren auch ganz viele Lehrer aus Nordrhein-Westfalen beteiligt. Und das möchte ich Ihnen jetzt wirklich noch mal ganz besonders ans Herz legen, denn das passt wirklich zum differenzierten Unterrichten, zur individuellen Förderung. Und wir werden Ihnen allen die Internetseiten mitteilen mit dem Protokoll. Wir stellen alle Beiträge ein hier auf den Seiten der Medienberatung. Sie bekommen den Hinweis, wo Sie was finden. Sie haben auch als Lehrer in Nordrhein-Westfalen mit Ihrer Schulnummer die Möglichkeit, das Portfolio herunterzuladen für sich selber, sodass Sie genau sehen können,
wo und wie eignet sich das in meinem Unterricht? Das möchte ich Ihnen wirklich ans Herz legen, damit wir weiterkommen. Und ich verspreche Ihnen, dass wir auf allen Ebenen weiterarbeiten werden und ganz sicher diese Tagung als ersten Anstoß begreifen, so haben wir sie ja auch geplant, damit es weitergeht in den Regionen, in den Unterregionen, aber auch landesweit. Und eine Tagung zum Portfolio werden wir im nächsten Jahr machen, das kann ich Ihnen jetzt eigentlich schon versprechen, denn dann werden wir auch die ersten Ergebnisse haben aus Netzwerken, die in jedem Regierungsbezirk jetzt entstanden sind mit diesem Portfolio, wo sich Grundschulen und weiterführende Schulen modellhaft jetzt damit beschäftigen, wie das den Übergang unterstützen kann und uns dann auch ihre Ergebnisse vorstellen können im nächsten Jahr, ihre allerersten Ergebnisse. Danke.